Josef Moser, vom Ex-Rechnungshofpräsident zum Justizminister. Ja, es ist soweit. Wir starten mit dem Countdown der Minister. Erster Minister bei uns im Studio, bei seinem ersten Interview als Minister. Früher natürlich sehr viele Interviews gegeben. Josef Moser, der spannendste Minister dieser Regierung, muss man sagen. Denn er ist der Reformminister und er ist der Justizminister. Und auch noch diverse andere Namen, die Sie haben, Verwaltungsreform richtig, und richtig. Weiß ich was alles. Ich glaube, das Ministerium hat das Straßenschild, da brauchen Sie die ganze Neustiftgasse dafür. Und, ein bisschen natürlich mit dem fahrersten Inhalt, wenn ich so sagen darf. Denn das ist natürlich schon ein bisschen spröde, was Sie da machen. Das müssen Sie der Bevölkerung sicher erst verkaufen. Aber Josef Moser ist eine Legende, muss man sagen, weil er war Rechnungshofpräsident für wie viele Jahre? 12 Jahre. 12 Jahre. Und er hat dann der Regierung das auf den Tisch geknallt, wenn ich sagen darf. Ich habe es gelesen. Ich weiß nicht, wie viele Seiten das sind, sicher über 1000. Ja. Und auf diesen 1000 Seiten haben Sie 1007 Vorschläge für die Reform Österreichs heruntergeknallt. Und der Wirtschaftskammerpräsident Leitl hat zu Beginn dieser Regierung gesagt, wenn die Regierung nur ein Viertel davon umsetzt, sind die 14 Milliarden eingespart. Willkommen, Herr Moser, Herr Minister Moser. Danke fürs Kommen. Danke dafür, dass wir erster Interviewpartner sein dürfen. Wie viel Prozent davon wollen Sie umsetzen in dieser Legislaturperiode? Ich würde sagen, man soll da nicht in Prozenten messen, aber natürlich ist es notwendig, dass wir Österreich eben neu bauen, insoweit neu bauen, dass also tatsächlich die Probleme, die sich angehäuft haben über die letzten Jahrzehnte, eben abbauen. Nämlich wir haben jetzt die Herausforderungen, dass wir älter werden. Das heißt, damit haben wir mehr Kosten im Gesundheitsbereich, wir haben mehr Kosten in dem Fall auch im Pflegebereich. Wir haben Herausforderungen durch die Digitalisierung. Unsere Wirtschaft steht im Wettbewerb. Das heißt, wir müssen die Wettbewerbsfähigkeit und die Leistungsfähigkeit erhöhen. Und dafür ist es notwendig, dass wir auch den Staat näher zu den Bürgerinnen und Bürgern heranführen, zum einen. Und auf der anderen Seite auch Rahmenbedingungen schaffen, die es möglich machen, dass die Wirtschaft wirtschaften kann und nicht durch Bürokratie behindert wird. Das muss ja eine Wahnsinnsarbeit gewesen sein. Ich habe das gelesen, also überflogen, aber teilweise auch gelesen, weil es sehr, sehr spannend ist. Ein Irrsinnswerk. Ja. Das haben Sie mit Experten in so einer Art Verfassungskonventgruppe gemacht? Das ist eben, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rechnungshofes, die exzellent waren, die auch motiviert haben, in die Richtung hineinzugehen, nicht das zu machen, was man ursprünglich gemacht hat, etwas zu prüfen, um zu sagen, was war in der Vergangenheit schlecht, sozusagen irgendwo zu penalisieren, sondern hineinzugehen und zu sagen, welche Fehler wurden gemacht, aber was muss man tun, um die Zukunft besser zu gestalten, leistungsfähiger zu machen, enkelgerechter zu machen. Und das ist hier hineingeflossen. Und das sind tatsächlich 1007 Vorschläge, die da alle aufgelistet sind. Ich muss das einmal herzeigen, weil das muss man mal gesehen haben, wie das hier aufgelistet ist. Also ein Vorschlag nach dem anderen wird also da heruntergelistet. Und 1007 detailliert ist, muss man sagen. Ne? Absolut. Wenn es in die Richtung geht, nicht nur zu reden, nur die Oberfläche zu betrachten, sondern in die Tiefe zu gehen, weil dann ist es erst möglich, etwas umsetzen zu können. Und ist das wirklich wahr, was der Herr Präsident Leitl sagt, dass wenn man ein Viertel davon umsetzt, das ungefähr 14 Milliarden Ersparnis werden? Man muss es so hernehmen, dass wir sagen, wie leistungsfähig sind wir in Österreich. Und da soll man sich auch mit anderen vergleichen, mit anderen Ländern. Und dabei zeigt sich, dass wir immer im obersten Feld sind, was die Ausgaben betrifft, beispielsweise im Bildungsbereich oder im Gesundheitsbereich oder auch im Förderungsbereich. Wenn man sich aber anschaut, wie schaut der Output aus, die Wirkung aus, kommt das Geld bei den Betroffenen an, dann ist es leider nicht so. Und beispielsweise Gesundheit, die uns alle betrifft, da geben wir im Spitzenfeld das Geld aus. Wenn man aber die Lebenserwartung anschaut oder gesund altern, das heißt, wie viele Jahre haben wir, wo wir gesund sind, da fallen wir ab. Das heißt, also, wir haben offensichtlich ein Problem im System und das müssen wir beheben, damit das Geld wirklich so verwendet wird, dass es bei den Betroffenen ankommt. Und jetzt haben Sie also einen wirklich geilen Ministerposten bekommen, wenn ich das so sagen darf, weil Reformminister, das ist ja schon was. Ja? Das hat es in dem Land noch nie gegeben. Absolut. Also Reformminister klingt ja sexy, ja, wenn ich das einmal so sagen darf. Das heißt, Sie wollen wirklich das Land reformieren, ein Minister,
der vom ersten Tag seiner Amtszeit an Reform für Reform, Reform für Reform machen wird? Darf man sich das so vorstellen? Ja, es geht darum, dass man es natürlich jetzt, wir haben gesehen in der Vergangenheit, dass ein Stau da ist und es auch gelungen in der Vergangenheit, gerade in den letzten 12 Jahren, die wir angesprochen haben, doch darauf hinzuweisen, dass eine Reform nicht nur der Reformwillen gemacht wird, nach dem Motto, wir machen eine Reform und am Schluss kommt wieder mehr Belastung für die Bürgerinnen und Bürger heraus, sondern im Gegenteil, wir machen eine Reform, damit wir zukunftsfähig sind, damit wir enkelgerecht sind und das ist notwendig. Und man hat ja gesehen, dass die Ressourcen knapper werden überall und dass man auch weggeht von dem, dass man nur einen Teil betrachtet und sagt, die Wirtschaft, wenn wirtschaftliche Maßnahmen gesetzt werden, die Rahmenbedingungen verbessert werden, man würde der Wirtschaft etwas schenken. Oder im Sozialbereich auch wieder, man nimmt den anderen etwas weg. Dass man das gesamthaft betrachtet, nämlich Wirtschaft, Umwelt und Soziales. Und sagen, was brauchen wir am finanziellen Rahmen, damit das miteinander funktionieren kann. Auch in die Blickrichtung, wenn wir der Wirtschaft, wenn wir sie leistungsfähig machen, wenn wir die Rahmenbedingungen verbessern, haben wir die Wertschöpfung für den Sozialbereich. In dieser großen Koalition der letzten Jahre ist Ihnen ja das Geimpfte aufgegangen, nicht? Zuerst noch als Rechnungshofpräsident, wo Sie schon sehr ungeduldig geworden sind am Schluss. Und dann als wie soll man sagen, pensionierter Rechnungshofpräsident oder was immer das war, wo Sie mehrfach versucht haben zu warnen, aber nicht wirklich gehört worden sind. Diese große Koalition war für Sie ein Horror, oder? Ich würde sagen, es war das Problem, dass man Chancen vergeben hat, was auch dazu geführt hat, dass wir in den letzten Jahren bis zum Jahr 2016 in Rankings zurückgefallen sind. Das heißt, wir sind von einer Spitzenposition immer weiter sozusagen ins Hintertreffen gelangt. Das hat auch gezeigt, dass wir beispielsweise, wir waren früher immer besser als Deutschland, man muss immer sagen, das bessere Deutschland. Und dann sind wir in die Richtung gegangen, dass von 2011 bis 2016 wir gegenüber Deutschland beispielsweise 40 Milliarden Euro an Wertschöpfung verloren haben. Das heißt, hätten wir ein Wachstum gehabt wie in Deutschland, dann hätten wir um 40 Milliarden Euro mehr erwirtschaftet. 40 und Milliarden. Und das ist das Problem, dass wir eben die Reformen angehäuft haben, dass wir den Staat nicht weiterentwickelt haben und damit waren wir nicht mehr so leistungsfähig. Die Arbeitslosigkeit ist gestiegen, das Wirtschaftswachstum ist also im Vergleich heruntergefallen und das zeigt, wie notwendig Reformen sind, gerade jetzt. Das heißt, wir haben 40 Milliarden Euro in Ihren Augen verloren. Weil wir haben weniger Wertschöpfung gehabt, das heißt, hätten wir von 2011 bis 2016 zumindest die Wertschöpfung gehabt, das Wachstum von Deutschland gehabt, dann hätten wir 40 Milliarden Euro mehr erwirtschaftet, mehr Wertschöpfung gehabt. Wir haben aber ein geringeres Wachstum gehabt als Deutschland. Wahnsinn eigentlich, oder? Das heißt, wir haben an Wettbewerbsfähigkeit verloren. Ja. Deshalb sind wir in den Rankings zurückgefallen. Und jetzt ist es wieder an der Zeit, jetzt gerade den Aufschwung zu nützen, um Österreich wieder nach vorne zu bringen. Wie viel müssen wir eigentlich einsparen, Ihrer Meinung nach? Was ist so Ihre Zielsetzung beim Amtsantritt für diese 4 Jahre? Ja, es ist, der Punkt, das verspüren wir beide, dass also und jeder Bürger, dass also wir sehr viel ausgeben, aber dass das Geld eben nicht ankommt. Das heißt, wir haben ein Problem, dass die Bürgernähe teilweise nicht da ist, wenn man sich die Bürokratie anschaut. Wir haben Effizienzprobleme, das heißt, dass das Geld nicht so eingesetzt wird, dass eine optimale Wirkung erzielt wird. Und wir haben natürlich das Geld, das man teilweise so ausgibt, was eher gespart werden kann, ohne dass die Leistung minimiert wird. Und wie viel wollen Sie sparen oder wie viel können wir sparen? Also es geht, wenn man beispielsweise vergleicht mit anderen Ländern, und der Benchmark-Vergleich ist immer ein guter, dann zeigt sich, dass wir in dem Bereich beispielsweise 10 Milliarden Euro an Effizienzpotenzialen hätten. Das heißt, würden wir 10 Milliarden 10, nur in der Verwaltung, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe. 10 Milliarden im Bereich Gesundheit, im Bereich beispielsweise Bildung, im Bereich der Pflege. Das heißt, gemeinsam. Das heißt, gemeinsam, wenn man so hergeht und sagt, wir haben es nur verglichen mit den Ländern, die besser sind in den Rankings als wir. Und so, wie viel Geld geben die aus? Wie viel Geld gibt Österreich aus? Und da sieht man, würde man sozusagen effizienter sein, könnte man sich in dem Bereich 10 Milliarden Euro ersparen. Und nur um das jetzt zu fragen, 10 Milliarden also alleine bei der Gesundheit und bei der Bildung. Das heißt natürlich, in der Verwaltung ist dann noch einmal so viel drin, oder? Es ist also der 10 Milliarden im Benchmark-Vergleich, im Blickrichtung in Bildung, Gesundheit, auch der Förderungsbereich, den man hernimmt. Das wären 10 Milliarden und in der Verwaltung? Verwaltung, wie gesagt, geht es darum, dass die Verwaltung, dass man auch in die Richtung gehen muss, und den gehen wir, dass wir also nicht sagen kann, ich habe die ganze Bürokratie, ich habe einen Boost von Gesetzen, von Verordnungen, von Erlässe, wie das so schön heißt, ich belasse das und glaube, dass ich in der Verwaltung da was einsparen kann. Das heißt, was ich benötige, ist, dass ich eine Aufgabenreform durchführe, eine Deregulierung und eine Rechtsbereinigung durchführe. Das heißt, ich muss die Bürokratie senken, um mit weniger Personal auch das durchführen zu können. In die Richtung wird es gehen, deshalb werde ich Anfang nächsten Jahres
auch eben ein Rechtsbereinigungsprojekt in die Wege leiten, wo also der ganze Rechtsbereich durchforstet wird. Was braucht man, was und braucht man nicht? Die Verwaltung sind noch einmal 10 Milliarden, nur, nein, dass Sie das verstehen. Nicht der Fall. Nein, das ist nicht der Fall. Das ist wie viel? Das wird sich zeigen, was da dementsprechend gemacht werden kann. Das hängt eben davon ab, wie stark man deregulieren kann, vereinfachen kann, weil das heißt gleichzeitig auch, dass ich dann weniger Personal benötige. Aber da einen Wert zu sagen, wäre vorschnell, wenn man die Sachlage noch nicht ausreichend geprüft hat. Aber die Regierung hat in Summe 14 Milliarden versprochen, dass sie einsparen will. Wobei man einsparen, das heißt, es geht darum, dass man die Abgabenquote auf unter 40% senkt. Mhm. Das würde benötigen, dass man 14 Milliarden Euro eben einspart oder ein bisschen weniger ausgibt. Und da geht es darum, dass wir ja danach trachten müssen, dass also die Ausgaben nicht stärker wachsen in der Gesamtheit als die Inflation. Das Wirtschaftswachstum liegt drüber und damit fällt automatisch die Abgabenquote herunter. Mhm. Würden wir jetzt nicht weitere Steuersenkungen durchführen oder weitere ausgabenseitige Maßnahmen setzen und das begrenzen auf der Inflationsrate, dann wäre man schon unter 40% bis zum Jahr 2021. Und nachdem aber sehr wohl Steuern senkt und gleichzeitig auch andere Maßnahmen setzt, ist es notwendig, weitere Effizienz im System zu holen. Und das tun wir in dem Fall, indem wir Strukturreformen durchführen. Jetzt sind Sie ja ein Gott sei bei uns für viele, wenn ich das so sagen darf. Es soll ja so manchen ÖVP-Landeshauptmann oder vielleicht auch Frau gegeben haben, die, als Sie zur Diskussion standen als Minister, gesagt haben, alles nur den nicht. Ne? Das ist Ihnen zugetragen worden, oder? Das weiß ich nicht. Ja. Wobei ich sagen gesagt, der fällt uns gerade noch, dass der wieder zurückkommt, nachdem wir ihn schon jetzt pensioniert haben als Rechnungshofpräsident. Nein, das weiß ich nicht, ob das so war. Wie gesagt, es war natürlich etwas, und wie gesagt, war der Sebastian Kurz der, den ich in der Vergangenheit kennengelernt habe und der auf mich, glaube ich, so wie bei Ihnen auch, sehr glaubwürdig ist. Er will was weiterbringen, auch für seine Generation. Und der mich ermutigt hat zu sagen, bist du nicht bereit, mit mir gemeinsam mitzuhelfen, dass wir endlich eben Österreich eben in die Zukunft führen. Und das war der Grund, dass ich Ja gesagt habe. Und das freut mich natürlich, dass er mir auch die Chance gegeben hat, nunmehr diesen Reformprojekte eben anzugehen. Jetzt gibt es ja manche auch, die sagen, sie sind eine tickende Atombombe, weil sie sich ja prinzipiell kein Blatt vor den Mund nehmen, sondern immer sagen, was Sache ist. Wenn ich zum Beispiel ansprechen darf, das Thema Pensionen, da haben Sie ja da drinnen in aller Brutalität aufgelistet, was eigentlich passieren muss. Das fängt an von einem früheren Antrittsalter und hört auf bei der Streichung der ORF-Pensionen, um sozusagen die ganze Bandbreite zu sagen. Es geht in die Richtung, dass wir natürlich etwas machen müssen, dass wir schauen, dass man das tatsächliche Pensionsantrittsalter an das gesetzliche, das heißt 65 Jahre, heranführen. Das wäre der erste Schritt einmal. Und dann ist natürlich etwas, wenn man von Ferne spricht und von Pensionsgerechtigkeit spricht, ist auch notwendig, Pensionsprivilegien anzugehen. Und da hat man beispielsweise natürlich etwas, das auch bei den ÖPB oder auch bei den Sozialversicherungsträgern noch Schritte gesetzt werden müssen, weil die Zersplittertheit der Pensionssysteme da ist, wo man also Schritte setzen muss, um eben gleichzustellen. Das heißt, nicht Unterschiedlichkeiten zuzulassen, sondern Gleichstellungen durchzuführen, und da ist auch etwas zu tun. Und können Sie das wirklich, weil Sie sind ja für Pensionen nicht zuständig, ne? Wie stellen Sie sich das vor, zum Beispiel jetzt als Reformminister? Stellen Sie sich vor, dass Sie darauf aufmerksam machen und sagen, wir müssen was bei den Pensionen tun, oder dass Sie Gesetzesentwürfe machen und dann weiterreichen ans Sozialministerium, oder wie soll da Ihr Job funktionieren? Also in dem Bereich, wie gesagt, ist ja das Bundesministeriengesetz jetzt verabschiedet worden, wo also auch diese Kompetenzen dem Rechnungshof, in dem Fall aufgrund der Rechnungshofvorschläge, dem Justizressort zugemittelt worden sind. Das heißt, Ressort heißt ja Verfassung, Reform, Deregulierung und Justiz. Und da geht es darum, dass man natürlich jetzt sofort auch mit den betroffenen Ministerien sich zusammentut und die nötigen Reformmaßnahmen vorbereitet. Und da sind wir in einem sehr guten Gespräch, auch unter der Ägide des Bundeskanzlers, um das eben zu vollziehen. Aber wenn man das richtig liest da drinnen, dann sind Sie ein Anhänger dafür, dass die Österreicher überhaupt später in Pension gehen und dass auch Frauen und Männer sozusagen in etwa eine Angleichung des Pensionsalters haben. Also Sie wissen ja, dass da ja die Beschlüsse gefasst worden sind, dass also da die Angleichung ja jetzt beginnen wird und dass da dementsprechend im Hinblick darauf, auch auf das Vertrauen, wie gesagt, auf den Vertrauensschutz, eine frühere Angleichung in dem Sinn nicht mehr geht. Es wird also darum gehen, auch eben Rahmenbedingungen zu schaffen, die es den Frauen ermöglicht, länger zu arbeiten. Das geht auch in den Bereich, was kann man im Rahmen der Gesundheitsvorsorge tun, damit ein älterer Mensch länger arbeiten kann.
Und der nächste Punkt ist natürlich der, dass man Rahmenbedingungen schafft, dass auch ältere Menschen, dazu zähle auch ich, nicht mit 60 in den Ruhestand treten, sondern auch bereit sind, bis 65 eben zu arbeiten. Das ist das Gesetz. Also Ihr Ziel wäre, dass die Österreicher bis 65 arbeiten. Aber da müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Da müssen wir natürlich Rahmenbedingungen schaffen. Mhm. Wir wissen ja, dass auch gerade, wenn jemand älter ist, dass dort das Problem auch am Arbeitsmarkt besteht. Das heißt, man braucht Rahmenbedingungen, um eben das zu forcieren, dass jemand später in den Ruhestand treten kann. Und in der Gesundheit, was ist da Ihr großes Ziel? Ein gemeinsamer Finanzierungstopf. Das heißt, jetzt haben wir das Problem, dass wir den niedergelassenen Bereich haben. Sie kennen den praktischen Arzt, den Facharzt. Dann haben wir die Krankenanstalten, dann haben wir die Rehabilitation und die Pflege. Jeder in dem Fall hat seine Aufgaben. Und da geht es darum, dass man das zusammenführt in einen Topf und dem schaut, wenn man den gemeinsamen Topf hat, wie finanzieren wir das optimal und nicht so bis dann könnte man da 2 bis 3 Milliarden einsparen. Wir haben derzeit, wenn man sich anschaut, wir haben sehr viele Betten. Und gleichzeitig haben wir das Problem, dass der niedergelassene Bereich, sprich die praktischen Ärzte, die Fachärzte, eben zu wenig ausgebildet sind. Das heißt, wir finanzieren in dem Bereich, wenn jemand schon krank ist, haben weniger Geld für die Prävention und für die Gesundheitsvorsorge. Das heißt, man muss schauen, in die Richtung zu gehen, wie sorgen wir vor, wie machen wir Prävention, dass die Menschen gar nicht krank werden. Und in der Bildung, was ist da Ihr Vorschlag? In der Bildung haben wir eine klare Ergebnisverantwortung. Das heißt, dass man eben in die Richtung geht, eben zu schauen, wer ist verantwortlich im Bereich der Bildung, dass man weiter, was eben Maßnahmen in die Richtung sind, gesetzt worden, dass man schaut, dass also auch die Schulautonomie, die auf der Ebene Eltern, Lehrer und Kinder, also Schüler, eben stattfindet, dass man die eben stärkt. Schritte in diese Richtung sind gesetzt worden und gleichzeitig auch Maßnahmen setzt, um mehr Klarsicht zu haben. Aber da waren Sie ein harter Kritiker zum Beispiel der Schulversuche für die Gesamtschule, weil Ihrer Meinung nach dort extrem viel Geld verloren gegangen ist. Also man hat in der Vergangenheit über 5000 Schulversuche gehabt und einige Schulversuche haben das Alter erreicht, dass man dafür eine Jubiläumszuwendung geben konnte, wegen 40 Jahren bestehender Schulversuch. Also da geht es auch in die Richtung, dass man da nicht in Schulversuchen hineingeht, sondern nur dort, was notwendig ist. Und wenn sie sich bewähren, das auch ins Regelschulwesen überführt. Also Ihrer Meinung nach ein absurdes Wildwuchssystem, das da entstand? Es war ein Wildwuchssystem, das da war. Und ich bin mir sicher, dass der neue Bildungsminister das auch angehen wird, um da auch Klarheit zu schaffen. Das war erster Einstieg. Josef Moser, Sie sehen schon, der geht wirklich Vollgas in sein Amt als Reformminister hinein. Wir gehen kurz Vollgas in eine Werbepause, sind dann gleich wieder zurück mit der Geschichte des Josef Moser, der früher ja ein Freiheitlicher war, jetzt ein Kurzmann, also irgendwie so hin und her gerissen in dieser türkisblauen Koalition. Wir wollen ein bisschen über ihn sehen, wie er die Politik sieht, wie er diese Koalition sieht, wie er vielleicht heute die Freiheitlichen sieht. Wir sind gleich wieder da. Josef Moser, vom Ex-Rechnungshofpräsident zum Justizminister. Ja, willkommen zurück bei den ersten Interviews mit den neuen Ministern der türkisblauen Regierung. Und der allererste bei uns, beim allerersten Interview, auch von ihm, Josef Moser, unser neuer Reformminister, aber auch Justizminister. Herr Moser, spannend, in Ihrem Rechnungshofpapier da drinnen haben Sie genau aufgelistet, wie die Verfahrensdauer an unseren Gerichten steigt. Bezirksgericht Döbling habe ich gelesen, in 3 Jahren von, ich glaube, 10,3 auf 14,3 Monate oder von 14,3 auf 17,3 Monate, aber auf jeden Fall dramatisch zugenommen. Und das ist ja eine der Sachen, die den Österreichern derzeit wirklich sozusagen auf die Eier geht, wenn ich das so sagen darf, dass es so irre lange dauert, bis diese Verfahren ins Rollen kommen oder beendet sind, nicht? Also Sie sind derjenige, der aufgedeckt hat, wie das derzeit explodiert, ja, diese Verfahrensdauer. Ja. Ne? Wobei man sagen muss, also, dass generell die Gerichtsbarkeit hervorragend ist und es natürlich bestimmte Ursachen hat, die dazu führen, nämlich dass auch von den Verfahrensparteien teilweise die Verfahren, wie gesagt, eben in die Länge gezogen werden. Genau. Aber da geht es darum, dass man natürlich auch Maßnahmen setzen, das haben wir auch im Regierungsprogramm vorgesehen, um eben die Verfahren zu beschleunigen und gleichzeitig auch damit das Vertrauen in die Justiz eben sicherzustellen. Da geht's in das heißt, Richtung, das soll schneller werden, das wollen Sie kürzer. Das kürzere heißt, Verfahren. Genau, es geht darum, dass man beispielsweise verfahrensrechtliche Beschleunigungen durchführt, beispielsweise auch in Familienrechtsangelegenheiten, wenn es um die Obsorge geht, wo ja sehr viele betroffen sind, dass man beispielsweise anordnet, dass die erste Tagsatzung innerhalb einer bestimmten Zeit, beispielsweise innerhalb von 14 Tagen anzuberaumen ist, dass wir gleichzeitig in die Richtung gehen, was die Urteilsausfertigung betrifft, dass auch da Maßnahmen gesetzt werden. Also Sie wollen die Justiz beschleunigen?
Ich sage, die Potenziale, die da sind, wie gesagt, ausnützen, wobei mir wichtig ist zu sagen, dass natürlich wir die Rechtsprechung haben. Das heißt, die Rechtsprechung ist eine, die unabhängig zu agieren hat und wo man keine Maßnahmen setzt, um da irgendwo Einfluss hineinzunehmen. Aber was die Justizverwaltung betrifft, dass man dabei natürlich schaut, um eben die nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass man schneller arbeiten kann. Und das geht auch in die Richtung, dass die Digitalisierung auch in der Justiz weiter vorangetrieben wird. Das hat mein Vorgänger Dr. Brandstätter hervorragend gemacht. Das ist aber weiter zu intensivieren und gleichzeitig auch natürlich, dass man Bürgerservicestellen ausbaut, um da auch den Zugang zum Recht erleichtern. Das sind die Maßnahmen, die wir ergreifen werden. Und jetzt müsste Ihnen ja der BUWOG-Prozess also ordentlich auf die Nieren gehen, weil 8 Jahre Verfahrensdauer und noch lange kein Ende in Sicht. Das kann ja nicht das sein, was Sie sozusagen sich für Ihr Rechtssystem vorstellen. Wobei oder? Natürlich in dem Wie beurteilen Sie diesen BUWOG-Prozess? Wobei Sie wissen, also, das werde ich so halten wie meine Vorgänger auch, dass ich mich in keinster Weise sozusagen in Verfahren einmischen werde. Das ist Rechtsprechung. Aber ich kann auch sagen, dass auch in dem Bereich die Justiz sehr gute Arbeit gemacht hat, sehr gute Recherchetätigkeiten durchgeführt hat. Und dann hat für sich, dass man der Justiz in dem Bereich sicherlich keinen Vorwurf machen kann. Aber entscheidend ist, dass man generell schauen muss, welche Maßnahmen kann aber man setzen. 8 Jahre ist natürlich schon heftig, nicht? Und wenn man dann ruiniert ist, weil man 1 Million Anwaltskosten zahlen muss und so und dann noch einmal 1 Million für 1 Jahr Verfahren, das sind schon Dinge, da muss man sagen, da hat man es als Bürger nicht leicht in dem Land. Wobei natürlich man anschauen muss, wodurch ist das bedingt, dass eben tatsächlich eben Verfahren eben so lange dauern, welche Verflechtungen gibt es, welche Auslandsbeziehungen gibt es. Aber in dem Bereich hat die Justiz sicherlich gute Arbeit geleistet und ich hoffe daher, dass dieses Verfahren... Darf ich da eine ganz freche Frage stellen? Bitte. Da hat es ja einen Richter gegeben, den Gatten der amtsführenden Richterin, der twittert da auf Twitter frisch, frei, fröhlich die Vorverurteilungen des Angeklagten herum. Ist das für Sie in Ordnung, wenn Richter sowas tun? Oder wünschen Sie sich da in Zukunft eine korrektere Vorgangsweise generell? Ganz abgesehen jetzt vom BUWOG-Fall. Dürfen Richter herumtwittern, wie sie wollen in Zukunft? Oder gibt es da in Zukunft härtere Standards? Also in dem Zusammenhang geht es darum, dass man sagt, gibt es den Anschein einer Befangenheit für die Richter, die tatsächlich eben agiert? Da haben die Gerichte auch entschieden und auch zu Recht entschieden. Deshalb, wie gesagt, laucht das Verfahren auch ab. Aber weitere Anmerkungen in dem Bereich werde ich sicherlich nicht tun. Ihr Vorgänger Böhmdorfer, der es natürlich leichter hat, weil er schon pensioniert hat, sagt, totaler Anschein der Befangenheit. Also die Gerichte haben entschieden und ich finde, sie haben richtig entschieden. Ich stehe auch voll hinter den Entscheidungen. Und immer sagen, dass das man heißt, Sie sagen keine Befangenen. Ich kann nur darauf hinweisen, dass also in dem Zusammenhang die Gerichte das getan haben, was sie tun sollen, nämlich unabhängig zu agieren, ohne Einflussnahme von außen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist das Entsetzen auch in weiten Kreisen der Justiz. Die sagen, sind wir jetzt alle wahnsinnig geworden, dass wir solche Dinge twittern? Also darf man sowas twittern als Richter? Also in dem Fall ist jeder Richter, wie gesagt, ist dazu verhalten, alle Maßnahmen zu setzen, die in irgendeiner Art und Weise sozusagen den Anschein einer Befangenheit eben hervorrufen könnten. Und in dem Fall, wie gesagt, was das konkrete Verfahren betrifft, haben die Gerichte entschieden und damit ist die Sache für mich auch erledigt. Aber man könnte sich natürlich von einem Justizminister auch erwarten, dass er sagt, Freunde, wir sind da nicht im Wilden Westen. Es kann nicht jeder durch die Gegend twittern, wie er will. Auch der ORF hat ja gewisse Verhaltensregeln für seine Journalisten. Die hat auch die Justiz und diese werden wir auch dementsprechend überprüfen und weiterentwickeln, aber ohne jetzt im Hinblick auf einen bestimmten Fall, sondern generell, also was muss getan werden, um das Vertrauen der Justiz, das da ist, weiter auszubauen. Und eines meiner Zielsetzungen ist ja, dass so wie ich den Rechnungshof zu Nummer 1 gemacht habe, was das Vertrauen der Bevölkerung in den Rechnungshof betroffen hat, dass auch die Justiz, die sehr gut liegt, dass man auch weitere Maßnahmen setzt, um dieses Vertrauen noch mehr zu rechtfertigen. Und da sind wir sehr, sehr gut. Jetzt haben Sie eine interessante Laufbahn hinter sich, Herr Minister. Sie haben ja bei der FPÖ begonnen als Clubdirektor. Und wenn ich richtig informiert bin, dann waren Sie Clubdirektor genau in der Phase, als diese ganzen krassen Geschichten eigentlich passiert sind. Und Sie waren ja damals auch ein sehr enger Vertrauter von Haider, auch von Grasser. Ist das richtig oder bin ich da falsch informiert? Also ich habe gestartet in dem Fall mit einer Bürgerinitiative, die hat sich noch so schön genannt, Stopp den Bahnlärm. Und über diese Bürgerinitiative habe ich dann die Möglichkeit bekommen, auch in der Politik meinen Veränderungswillen mit einzubringen. Das habe ich getan. Über den Jörg Haider damals? Das heißt, das Angebot damals, wie gesagt, sozusagen als jemand, der damals noch in der Finanzverwaltung tätig gewesen ist, eben sein Know-how und anscheinend seinen erkannten Veränderungswillen mit einzubringen.
Ich habe das aber unter der Prämisse getan, dass ich niemals, wie gesagt, einer Partei beitrete. Also ich war nie Mitglied. Ich war nie Mitglied, dass ich gesagt habe, ich lasse mich nie in irgendeiner Art und Weise von einer Partei vereinnahmen. War auch in der Zeit immer nicht, beispielsweise im Parlament, nicht Parteiangestellter, sondern in dem Zusammenhang war ich Parlamentsbediensteter. Aber Sie waren Clubdirektor bei den Freien. Natürlich, und das hat gezeigt, und das ohne Parteibuch, dass es mir darum gegangen ist, und das hat auch dazu geführt. Aber das war in der Ära Grasser und in der Ära Haider. Das war in damals der, war der Grasser Finanzminister. Das war in der Zeit bis 2002 und alles, was Sie angeführt haben, waren in dem Fall, genau, das waren in dem Fall eben Vorfälle, die sich nach 2002 ereignet haben. Und ich bin im Jahr 2002 ausgeschieden, bin in dem Fall dann im Vorstand der Holding bei den ÖBB geworden und dann in der Folge, obwohl ich einen Vertrag gehabt habe, der sehr gut in dem zusammen notiert gewesen wäre. Sie wissen, ein Vorstand bei den ÖBB, das auch ein Holding-Vorstand, das ein sehr gutes Einkommen hat, habe ich darauf verzichtet, weil ich die Chance bekommen habe, als Rechnungshofpräsident mich wiederum meinem Bedürfnis, etwas zu verändern, zu widmen. Das habe ich getan und ich glaube recht gut, weil nach 12 Jahren wurde ich von allen Parteien mit Standing Ovation verabschiedet, indem man meine Nicht nur das, und es wollte sie ja eigentlich jede Partei bis auf die SPÖ auch als Mitarbeiter gewinnen im weitesten Sinn. Ich glaube, der HC Strache wollte sie ja zeitlang als Präsidentschaftskandidat haben. Hat es zumindest geheißen auf der Gerüchtebörse. Sie waren immer wieder für diverse FPÖ-Funktionen im Gespräch, wenn irgendwas zu verteilen war, haben aber nie angenommen. Muss man sagen, und insofern war es überraschend, als Sie dann plötzlich das Angebot von Sebastian Kurz angenommen haben, weil Sie haben ja dann praktisch von der blauen zur türkisen Seite gewechselt und die blauen waren ja dann eine Zeit lang, muss man sagen, sehr grantig auf Sie, vorsichtig formuliert. Ja, also man könnte auch sagen, wütend, zornig, angefressen. Ne? Nein, es geht darum, ich glaube, dass ich immer, das sehe ich meine Person aus, wenn ich so sagen darf, dass ich immer offen war für, sozusagen für alle Anliegen, egal von welcher Partei das gekommen ist, immer nach dem Grundsatz, wir können Österreich nur verändern, wenn wir gemeinsam etwas tun, wenn wir Österreich nicht unter den Siegel der, sozusagen der, von Scheuklappen stellen. Und aus dem Grund habe ich mit allen Parteien einen sehr guten Kontakt gepflogen, um ihm etwas weiterzubringen. Und warum Kurz? Weil er für mich derjenige war, der im Rahmen von Gesprächen eben die größte Glaubwürdigkeit gehabt hat und auf mich den Eindruck gehabt hat, nicht nur den Eindruck, sondern die Sicherheit erweckt hat, dass er etwas tun will, dass er Österreich verändern will. Und auch ein weiterer Aspekt, der dazu kommt, wenn jemand 31 Jahre alt ist und Politik macht, dann muss er eine Politik machen, die ihm für seine Generation auch einen gewissen Spielraum ermöglicht. Das heißt, nicht jemand, der sagt, ich sichere noch etwas ab, in dem Fall, solange ich noch und in Funktion bin. Ihnen. Das hat mir sehr imponiert, dass jemand mit 31 Jahren sich voll in den Dienst der Öffentlichkeit und der Gemeinsamkeit stellt und gleichzeitig auch gezeigt hat, und ich habe ihn ja erlebt in verschiedenen Funktionen, wie er Außenminister war, habe ich ihn auch geprüft. Er war nicht einer, der versucht hat zu sagen, dass das, was der Rechnungshof so festgehalten hat, nicht passt. Er hat gesagt, was kann ich tun, damit wir besser werden? Er hat die Reformen durchgeführt. Und Sie könnten ja eigentlich in Pension jetzt gehen, nach diesen zwei, sind allerdings noch nicht auf dem von Ihnen gewünschten Pensionsalter angelangt und hauen jetzt da zwei Legislaturperioden Minister hinein, also 10 Jahre, dann sind Sie über 70. Nein, mir geht es darum, wie gesagt, Sie wissen, in unserem Alter, wir wissen nicht, wie lange wir die Leistungsfähigkeit haben und die Energie haben, aber meine Gattin hat immer zu mir gesagt, du, solange du noch so viel Energie hast, bevor du in irgendeiner Art und Weise sozusagen zu Hause lästig bist, bitte bring deine Energie ohne weiter sein. Und das war dann in letzter Fall. Sie meinen, Sie können mit dem 31-Jährigen noch voll mithalten, was Ihren Tatendrang anbelangt? Sagen wir so, ich habe, glaube ich, einen Tatendrang und eine Überzeugung, auch, wie gesagt, um darauf hinzuweisen, dass Österreich in die Zukunft geführt werden muss. Und meine Leidenschaft ist, in dem Zusammenhang eben mit Zahlen und Fakten zu belegen, dass noch einiges getan werden muss, um Österreich enkelgerecht zu gestalten, zukunftsfähig zu gestalten, die Wirtschaft wettbewerbsfähiger und leistungsfähiger zu machen, um in einem Wettbewerb, in einem globalisierten Markt bestehen zu können. Und das treibt mich, und ich glaube, über die Jahre. Das sind die berühmten 40 Millionen, die Sie uns bringen wollen, Wertschöpfung. Nein, was ich bringen will, ist das, dass wir in dem Zusammenhang in die Richtung gehen, und das ist, glaube ich, generell,
dass wir sagen, die Politik oder generell das Handeln besteht nicht darin, dass man sagt, ich gebe was aus und damit habe ich meine Aufgabe erfüllt, sondern ich sage, ich gebe etwas aus, aber die Wirkung, die ich damit erziele oder dadurch erziele, ist größer als das Geld, das ich eingesetzt habe. Aber es ist für Sie in Ordnung, wenn man Sie als 14-Milliarden-Mann bezeichnet, der eigentlich das Geld einsparen soll, das als Steuererleichterung rausgehen soll? Das wäre zu viel, das Ganze, wenn man das mir zuordnen würde. Das heißt, generell ist es, dass wir alle Funktionsträger, da leiste ich einen Beitrag, diese 14 Milliarden einsparen, eben in Richtung gehen müssen, um eben effizienter zu werden, um gleichzeitig es zu ermöglichen, dass die Abgabenquote sich auf ein Niveau senkt in Richtung Deutschland. Das heißt, wir sind dadurch immer noch über den EU-Schnitt, über den Schnitt der EU-Länder. Das heißt, wir gehen ja nicht runter und sagen, wir sind jetzt Spitzenreiter oder zumindest die Nachzügler, was die Abgabenquote betrifft. Wir sind mit einer Absenkung. Was wäre Ihr Wunschziel? Ihr Wunschziel. Mein Wunschziel wäre, dass wir eben im Hinblick, dass wir älter werden, ein Gesundheitssystem haben, auch in Zukunft, das uns ermöglicht, den technischen Fortschritt auch im Bereich der Medizin allen zukommen zu lassen. Das heißt, dass wir doch keine Schattierungen machen müssen. Das ist ein Wunschziel. Und was wäre das Wunschziel bei der Abgabenquote? Bei der Abgabenquote wäre, dass wir wettbewerbsfähiger wären, dass wir unter... Aber da sind Sie schon so in Richtung 35% oder so. Das heißt, ich glaube, dass wir die 40% oder um die 40% das absenken können, weil damit, wie gesagt, sind wir wieder wettbewerbsfähiger, sind zwar immer noch leicht über den EU-Schnitt, aber wie gesagt, sind beim EU-Schnitt und nicht weit drüber, so wie es derzeit der Fall ist. Herr Minister Moser, vielen Dank fürs Kommen. Bin gespannt, wie viele Reformen Sie uns in den ersten 100 Tagen gleich ansagen werden. Was wird die erste sein? Die erste wird sein, dass ich bereits im Jänner ein Projekt zur Rechtsbereinigung einrichte, wo ich auch die Bürgerinnen und Bürger eben einlade, mitzumachen, auch zu sagen, was Ihnen sozusagen am Herzen liegt, dass etwas, was geändert werden soll, was für Sie zu kompliziert ist. Rechtsbereinigung heißt auch Beschleunigung. Heißt auch Beschleunigung, natürlich. Das wird das erste Projekt sein. Das ist das erste Projekt. Herr Moser, ich freue mich auf eine spannende Ministerzeit mit Ihnen. Der Herr Reformminister bei seinem ersten Interview bei uns im Studio. Danke vielmals. Wir lösen Sie gleich ab mit Ihrem Verteidigungskollegen. Der ist ja deutlich umstrittener als Sie, aber mindestens genauso spannend. Danke fürs Kommen und alles Gute. Herzlichen Dank für die Einladung. Wir sind gleich wieder da, gehen in eine kurze Werbepause und dann heißt es Habt Acht, denn dann kommt der Herr Unteroffizier, unser neuer Verteidigungsminister ins Studio.